Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und nämlich herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, das letzte Mal haben wir so ein paar kopflose Vogelscheuchen ihre Köpfe zurückgebracht und heute wollen wir in diesen verwunschenen Wald. Aber erstmal, ich habe schon reingeguckt, wir können uns endlich den Schlüssel hier leisten. Das heißt, wir machen zuallererst die Planetenherausforderung. Und holen uns einen neuen Spark. Ach, den armen Schlangendrachen da, dem geht's immer noch schlecht. Ja, endlich können wir da rein. Die Map sieht sehr komisch aus. Der Spark sieht aber ultra interessant aus. Ist das wieder so eine Map, wo ich, also ein Teil, wo ich das hier brauche? Einfach mal runterspringen. Ja, ich brauche es. Die Map sah also schon so aus. Frage ist, bleiben die Wege, wenn man sie einmal aufgedeckt hat? Ah, da komme ich runter. Okay, jetzt muss ich erstmal so einen Grobian verprügeln. Ich glaube, die Kämpfe hier schneide ich komplett raus. Bei der Schlacht war jetzt nur ein Gegner da und ich sollte auch nur einen besiegen. Da dachte ich mir jetzt gerade wirklich einfach nur, wow. Okay, dich verkloppe ich eben. Oh, der ist vernichtet. Der Kampf war es wirklich nicht wert, angesprochen zu werden. Das muss ich jetzt aufheben und nach da unten bringen. Und jetzt ist die Röhre da frei. Jetzt sind beide Röhren frei. Ah, und jetzt komme ich wahrscheinlich zum Spark. Okay, das Geheimgebiet war ja mal mega easy. Zumindest bisher. Ah, wieder zwei, die ich verkloppen muss. Ein Moment. Okay, der war schnell tot. Okay, hier wurde eine Kiste materialisiert. Und da ist die Treppe, die ich hoch muss. Okay, ich muss aber erst den Typen verkloppen. So, ich will mal kurz sagen, ne, die Kämpfe in diesem Gebiet hätte man sich echt schenken können. Also, das war alles immer ein Gegner, den ich in der ersten Runde direkt vernichtet hatte. Nicht mal ansatzweise der Rede wert ist anzusprechen. So schwach waren die. So, und jetzt bin ich beim Spark. Also, die Gegner hätte man echt weglassen können. Die waren einfach nur, dass sie Zeit nehmen sollten. Claudius Rex. Bin ich froh, dass ihr mich gefunden habt. Ich kann es kaum erwarten, mir den Duft von gewürzten Ahornsirup und einen Kürbiskuchen mit Waffelkruste zu schnuppern. Ich bin gespannt, was du kannst. So, was kann der Spark, den wir gerade gerettet haben? Ruf deinen verbündeten Claudius mit 1580 MP herbei. Sein Clownange fügt 790 Schaden zu. Ach, der kann einen Kameraden rufen. Dich füttern wir mal ein bisschen. Du könntest ganz nützlich sein. Zumindest nützlich als der Schockangriff momentan. Die haben irgendwie alle hier fast einen Schockschutz. Deswegen nützt das nicht sonderlich viel. Ja, haben einen neuen Spark. Und jetzt geht's in den verwunschenen Wald.
Da habe ich auch direkt so ein Heilermistvieh gesehen. Ich mag die einfach nicht. Die machen so immens Schaden. Da streift so einer rum. Komm her. Zwei Gegner. Ich will jetzt sehen, was kann der. So, kämpf für uns. Ach, und den kann ich auch boosten. So, er steckt den Schaden für uns ein. Kann ich ihn auch für einen Teamsprung nehmen? Nee. So, den habe ich lahmgelegt. Das Problem ist, ich bin auch mehr oder weniger lahmgelegt. Komm, jetzt nimm noch die dumme Plattform. So, dann machen wir mal einen Spritzangriff. Und der Sparkerfrischer hat funktioniert. So, und tschüss. Keine Chance. Okay, und den da hinten kann ich nicht treffen. Ich würde den eigentlich zu gerne mal kämpfen lassen. Ob ich wohl treffe? Ja. Jetzt haben wir das Teil ja gesehen im Einsatz. Und ja, es gibt Besseres. Ich nehme den Elektrospark wieder. Ist ganz praktisch für Bowser eventuell, weil der ja so der Beschwörer ist. Ich werde sie entfernen, keine Sorge. Der da oben absolviert ein hartes Training gerade. Wir dürfen ihn nicht stören. Im Übrigen, ich habe den einen Kampf gerade eben jetzt nur drin gelassen, weil ich diesen Claudius auf jeden Fall zeigen wollte. Was der kann. Okay, 13 Gegner müssen wir besiegen. Ich springe eventuell auch mit den anderen erstmal hinterher. So, euch will ich aus euren Deckungen locken. Das ist schon illegal, was ihr da treibt. So, und du booste mal alle. Es ist so schön, dass hier so viele Jump Pads sind. Das mache ich generell an den Maps hier mit den vielen Jump Pads. So, die gebe ich Raserei mit. So, dass ich die Jump Pads noch erwische, wenn ich will. Du versteckst dich so oder so jetzt. Loser. Was für Loser.
Da unten ist ein Eichhorn. Oder ist das ein Biber? Nee, das ist ein Eichhorn. So, ist Wasser bei dir effektiv? Bist zumindest nicht ineffektiv. Dich will ich weghaben. Ich mag dich nicht. Aua, genau aus solchen Gründen mag ich die nicht. Jetzt hagelt Schaden für euch. Und eure Deckung mache ich gleich mit kaputt. Und der Spark-Cooldown wurde direkt zurückgesetzt. Aber ich kann ihn nicht instant nochmal einsetzen. So, jetzt nochmal die Sprungscheibe nehmen. Und noch einmal. Man sieht schon, ich mag die Map echt. So, dann gebe ich dem jetzt auch eben kurz eine mit Luigi. Muss ich nicht extra einen Schuss dafür aufwenden? Wenn, muss ich ihn aus einer Ecke abschießen, wo das gut funktioniert. So. So, hier stehe ich gut. Schieße erst auf den da. So, alle sind platziert. Ja, ich stehe gerade wie auf dem Präsentierteller. So, wir haben wieder die Sprungfelder, die werden genutzt. Und wenn wir Raserei nutzen können, dann nutzen wir sie auch. Können wir uns einen Angriff sparen? Ach, einer muss Rebella kurz rüber helfen. Aber am besten so, dass ich selber noch das Jumppad nutzen kann. So, weg mit dir. Weißt du was? Sofern ich dich jetzt nicht vernichten kann, lasse ich dich am besten in Ruhe. Ich hätte einen Plan, aber der wäre nicht so gut. Den rippe ich.
kann ihn ja eben kurz ungesehen wegschießen. Oder auch nicht. Wie sagst du das Glück und triffst auch noch? Minus los. Das war jetzt eventuell nicht der smarteste Zug, den ich hätte machen können. Ich gehe mit Luigi da nochmal hin. Geh zurück. Dann booste ich jetzt erstmal alle. Ich habe einen Plan, aber es könnte sein, dass Rebelle die Runde drauf geht. So, so treffe ich alle. Aber auch nur, wenn ich hier am äußersten Rand stehe. Achso, ich hatte mit Rebella schon. Habe ich wenigstens aus zwei Richtungen Schutz. So, wenn ich das richtig anstelle, kann ich Rebella davor bewahren, drauf zu gehen. So. Das war Nummer 1. Und ihn habe ich so vernichtet. So, jetzt muss Rebella nicht die Angst besitzen, dass sie drauf geht. Ich hab's tatsächlich noch irgendwie gehandelt bekommen. Die haben auch so gesehen, ungesehen, deswegen können die nicht angepeilt werden. Das sah man jetzt, weil die so ein bisschen durchsichtig wirken. Möchtest du mal bitte aus deiner Deckung rausgehen? Okay, die Schlacht sollte gewonnen sein. Hallo? Wollt ihr mehr? Ja. Und glaube ich, dass wir das noch geschafft haben. Oh, ich habe einen neuen Spark schon wieder. Aero Shaker. Verursacht direkt Schockwellen mit einem Windstoß. Super Effekt. Oh, das klingt sehr, sehr nice. Das klingt auch ehrlich gesagt besser als dieses Scheuchen, weil die werden davon ja weggeschoben und sie kriegen Schaden. Das wäre eine Verbesserung für Luigi. Außerdem hat er dann Windschutz. Das nehme ich. Das kriegt Luigi.
Ich habe eine Sequenz erwartet irgendwie. Oh, das sieht gruselig aus, der Wald. In der Lage, uns den sichersten Weg durch dieses Waldlabyrinth zum Finsterzeit-Tentakel zu weisen. Das Risiko, sich nicht unwiederbringlich zu verlaufen, ist ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit eines Schneeballs. Okay, danke. Schon kapiert, auch ohne genaue Zahlen. Die Zahlen will ich nie wissen. Ich hab's. Wir brennen den Wald nieder. Dann können wir schnurstracks zum Tentakel gehen. Auf keinen Fall. Ich werde Funkels Bipo-Kraft nutzen, um den sichersten Weg zu finden. Verstanden? Das ist die Art und Weise, wie man durchkommt. Los. Niemand gibt Rabbit Mario jemals Streichhölzer. Klar. Halte ich auch für eine gute Idee. Können wir einmal kurz eine Karte sehen? Ah, okay. Von dem Wald gibt es nicht mal eine Karte. Das spricht schon aus, du wirst dich verlaufen, Junge. Okay, wir werden uns hoffentlich nicht verlaufen. Dich muss ich abwerfen. Hier. Kann ich direkt noch einen Teil mitnehmen? Nee. Obwohl doch, es muss eine Karte geben, sonst gäbe es ja nicht die Flaggen. Wieder mal falsche Taste. Ach nee, doch, es gibt eine Karte. Ich habe sie nur mit der anderen verwechselt. Da ist eine Planetmünze. Muss ich mit Rebel Peach und Peach kämpfen. Okay, da unten ist wahrscheinlich der nächste große. Blaue Münzen Herausforderung und da soll ich hin. Boing. Hallo? Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Wahrscheinlich ist da oben ein Block, weil da ist so ein Druckschalter. Okay. Ist da jetzt links irgendwas? Also ich scanne schon ein bisschen rum, ne? Nee, das hat nichts gemacht. Das war nur ein Wegweiser. Den mal hier im Platt. So, die sind auch schon erledigt. Und da oben ist die Münzenherausforderung. Ja, dann gebe ich den beiden eben kurz noch die guten Sparks rüber. Meine Analyse hat ergeben, dass sich hinter der Finsterzeitpfütze eine große Menge Gegner befindet. Die vor uns liegende Schlacht wird Durchhaltevermögen erfordern. Der Schutz der Teammitglieder durch Prinzessin Peach ist der Schlüssel zum Sieg. Okay. Und Rabbit Peachs Heilungskünste sind genauso wichtig. Ich wollte sie gerade erwähnen. Echt jetzt? Ich muss nur 6 Runden überleben. Okay. So, Peachy. Das klingt doch machbar. Am besten erstmal in Deckung gehen. Ja, sie hatte den Heilungssprung. Es war eine gute Idee, den beiden vorher die Fähigkeiten zu geben. Aber eventuell, was ich ändern sollte... Obwohl, nee, der Feuersturm macht mehr Schaden. Ich wollte gerade eventuell zu dem anderen wechseln.
Zu dem anderen Spark, der diese eine Pfütze macht. Ey, wenn ihr da oben bleibt und euch nicht bewegt, bin ich auch damit einverstanden. Wo ich schon gerne einmal da oben hingeben würde und denen einfach mal die Fähigkeiten reinratzen wollen würde. Ah, ich kann zumindest hochgehen und mal diesen Windstoß nutzen. Trifft sogar alle. Fliegt! Hui! Boah, hat das gut Schaden gemacht. Dafür müsste ich mich opfern, aber wenn ich mich da hinstellen würde und auch noch diesen Feuersturm machen würde, die würden definitiv nicht überleben. Ich sollte mehr darauf gehen, dass ich nicht im Kreuzfeuer bin. Ich puste dich einfach runter. So muss ich mir am wenigsten Sorgen um die Deckung machen hier unten. So, passt so schon. Ja, das würde auf meine Deckung gehen. Kann ich mir auf jeden Fall eine Mitgift geben. Und jetzt mal ein bisschen deren Deckung ein bisschen wegkratzen. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Ich könnte eventuell sogar gerade vernichten. Bis hier keiner gammelt. Nee, einer überlebt. Aber das wäre tatsächlich nicht weiter schlimm. Ha, Unempfindlichkeit. Okay, da kommen jetzt die neuen. Knie dich um und dann gucke ich, dass ich so weit wie möglich wegkomme. Die Dinger kann ich auch nicht angreifen. Ja, wenn ihr da hinten bleibt, das ist vollkommen in Ordnung. Nee, ihr müsst da hinten bleiben. Gut, dass ich hier den Windstoß gegeben habe. Ah, jetzt wollen die hier unten spawnen, das ist nicht nett. Muss ich sofort hier rüber. Dieser Heilungssprung ist auch mega praktisch. Ja.
Blitzangriff. Ah, ich treffe die Deckung so oder so. So, tschüss. Du hast noch Wasser an dir dran. Weg mit dir. Schön, dass du überlebt hast. Das freut mich für dich. Ich wollte mir einen Powerblock geben, aber ich habe keinen. Aua. Okay, das wäre der Zeitpunkt, wo ich auf jeden Fall nach da unten, da oben auswandere. Brennt. Aber nicht Peach anstecken, danke. Schalten wir dich noch aus. Und gönnen uns natürlich eine Heilung. Passt so. Geschafft. Das haben die Peaches gut gemacht. Waren halt zweimal Peach, ne? Boah, da unten ist auch noch was für mich. Kann ich mir auch noch eben einsammeln. Da ist der Powerblock, den ich gerade eben nutzen wollte. Na gut. Ich würde dann sagen, das Rätsel dieses Waldes lösen wir dann beim nächsten Mal. Also, dass wir den Weg dann finden. Für heute haben wir genug getan. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.